Weltgesundheitsmarkt gilt als Megatrend. Er wächst durch den medizinischen Fortschritt, bessere Diagnosen und den demografischen Wandel in einem beträchtlichen Tempo und bietet so großes Potenzial für Anleger. Medikamente und Therapien werden wegen der steigenden Bevölkerungszahlen und einem wachsenden Anteil an älteren Menschen in der Gesellschaft immer öfter nachgefragt. Außerdem eröffnet die Zunahme von Krankheiten in Schwellenländern zusätzliche Renditechancen für Anleger. Zwei Experten erklären Ihnen in unserem heutigen Finanzen-Netzseminar, wie Sie als Anleger am besten an diesem Megatrend teilhaben und an der Entwicklung des Marktes partizipieren können. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joy Jakob. Ich werde heute Ihre Moderatorin sein und ich freue mich sehr, dass Sie sich zu dieser Live-Veranstaltung hineingeklickt haben. Und damit schließe ich auch gleich unsere Experten mit ein. Ich freue mich, Professor Dr. Christine Lang von Belano Medical und Marius Hörner von OneSquare begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu diesem Finanzen-Netzseminar am Dienstagabend. Frau Lang, Sie verantworten die Forschung und Entwicklung von Belano Medical. Was sollten unsere Zuschauer noch über Sie wissen? Stellen Sie sich uns doch bitte mit 2 oder 3 Sätzen kurz vor. Ja, hallo, das mache ich doch sehr gerne. Mein Name ist Christine Lang und ich bin von meinem Hintergrund und meiner Ausbildung her Biologin, genauer gesagt Mikrobiologin, habe sehr lange in der akademischen Forschung gearbeitet und bin auch weiter verankert in der Forschung. Aber seit 20 Jahren bin ich auch Unternehmerin, habe 2001 mein erstes Unternehmen gegründet in dem Forschungsbereich der Mikrobiologie. Und habe darin eben auch dann ein paar Jahre später das jetzige Unternehmen, in dem ich heute tätig bin, die Belano Medical, gegründet. Warum dieser Schwung? Es treibt mich an, Lösungen zu entwickeln, Produkte bereitzustellen, um im Endeffekt auch Gesundheit zu fördern und zu helfen. In der Belano Medical bin ich im Vorstand für die Entwicklung verantwortlich. Und Herr Hörner, Sie verfügen über 25 Jahre Erfahrung an den internationalen Renten- und Aktienmärkten. Erzählen Sie uns doch bitte auch kurz etwas zu sich. Das mache ich gerne. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Marius Hörner. Ich bin Managing Director bei OneSquare Financial Engineers. Und die 25 Jahre, die sind ein bisschen geschönt eigentlich, sind es schon fast 30 Jahre, die ich im Kapitalmarkt unterwegs bin. Ich habe irgendwann mal in grauer Vorzeit auf dem Parkett mit dem Handel angefangen, habe sowohl auf der Zinsseite als auch auf der Aktienseite Aktivitäten gehabt, vom Handel angefangen bis in die Betreuung von institutionellen Kunden, das Asset Management. Und Sie werden im weiteren Verlauf feststellen, Belano Medical hat eine super interessante Anleihe rausgegeben, die meine Kollegen und ich gemeinsam strukturiert haben. Vielen Dank an Sie beide. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen, liebe Webinarteilnehmer, noch folgenden Hinweis geben. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns gerne während des gesamten Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Eventuell werde ich einige Ihrer Fragen direkt aufgreifen und an unsere Experten Frau Lang und Herrn Hörner weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung klären wir in einer Fragerunde gemeinsam noch offen gebliebene Fragen. Und nun, Herr Hörner, darf ich Sie zum Moderator nennen? Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann sind wir gespannt auf die Tipps, die Sie uns heute mitgebracht haben. Und wir können Ihren Bildschirm sehen. So. Ja, dann vielen Dank für den Start und den Anfang hier. Dann beginne ich gerne mit der Vorstellung des Themas. Es geht heute um ein sehr spannendes Thema, das, was mich seit Jahren schon fasziniert und was eben inzwischen so gut untersucht ist, dass wir auch wissen, wie man damit als Unternehmen umgehen kann. Es geht um das Mikrobiom und ich möchte Ihnen heute vorstellen, dieses Thema des Mikrobioms, aber dann natürlich auch, wie Unternehmen und speziell dann die Belano Medical sich in diesem Thema bewegt. Die Belano Medical ist ein Healthcare-Unternehmen
und in diesem Bereich speziell im Bereich Bio-Healthcare tätig. Vegano Medical forscht und entwickelt und das Besondere aber, und das hebt uns heraus von vielen anderen Unternehmen in diesem Bereich Bio-Healthcare, haben wir eben auch ein Business mit Mikrobiomprodukten und bereits ein erfolgreiches Business. Auf der nächsten Folie sehen Sie, dass es zunächst mal darum gehen wird, ich möchte Ihnen kurz das Mikrobiom vorstellen und Ihnen vorstellen, welche Bedeutung das Mikrobiom hat für den Körper beziehungsweise eigentlich auch für die Gesundheit. Ich werde keine tiefgreifenden wissenschaftlichen Vorlesungen für Sie halten, stehe aber für jede Frage zur Verfügung, die Sie da vielleicht noch haben möchten, sondern versuche das sozusagen einzuordnen für Sie. Und ich werde über die Positionierung der Vegano Medical in einem wirklich interessanten und wachsenden Markt berichten. Das Mikrobiom, da gibt es ein paar Stichworte auf der nächsten Folie zu sehen, ist unsere Überschrift, sagt dazu, ist ein entscheidender Faktor für die menschliche Gesundheit. Und da bin ich von überzeugt, oder sind inzwischen auch alle Wissenschaftler davon überzeugt, dass das eben so ist. Interessanterweise, und das werden Sie im Laufe der nächsten Minuten auch noch öfter hören, gibt es viele, die dem zustimmen, Wissenschaftler, und es gibt ganz viele, die sagen, oh, das ist ein tolles Konzept, was noch kommen wird. Aber was wir eben hier heute mit Ihnen diskutieren, ist, dieses Konzept ist schon zum Teil Wirklichkeit geworden. Nun, was ist das Mikrobiom? Es ist die Gemeinschaft der Mikroorganismen oder häufig auch nur der Bakterien, machen im Wesentlichen Teil aus, in und an uns. Und nun ist es so, dass man seit ein paar Jahren weiß, dass wir alleine als Mensch sozusagen gar nicht lebensfähig wären, wenn wir nicht diese Schutzschicht von den Mikroorganismen, von den Bakterien in uns und an uns hätten. Dass der Darm damit besiedelt ist mit Bakterien, ich glaube, das weiß jeder, sonst können wir keine Verdauung machen. Dass die Haut damit besiedelt ist, setzt sich auch inzwischen in der Kenntnis durch. Das war etwas, was mich schon vor 10 Jahren fasziniert hat, wo wir dann angefangen haben zu arbeiten. Und der Zusammenhang eben, was ist eigentlich das Zwischenspiel und das Interspiel zwischen den Bakterien und dem Menschen und der Gesundheit und eben auch die Bakterien untereinander. Im Grunde genommen ist das Mikrobiom ein Organismus, der aus ganz vielen Einzelteilen besteht und die aber in der Balance miteinander wirken müssen. Das Mikrobiom ist ein natürlicher Schutz und es schützt uns tatsächlich gegen Krankheitserreger. In dem Mikrobiom sind Bakterien, die wiederum kleine Peptide machen, die Krankheitserreger abtöten und damit entfernen. Es ist ein Schutzschild, das ziemlich dicht zum Beispiel auf der Haut sitzt und nicht zulässt, dass Krankheitserreger sich drauf breit machen. Es ist auch ein ganz wichtiger Teil unseres Immunsystems und schützt auch gegen stressige Umwelteinflüsse. Und Sie sehen aus dem schon, dass es wichtig ist, ein gesundes Mikrobiom, wir sagen auch ein ausbalanciertes Mikrobiom zu haben. Auf der Haut stärkt es die Hautbarriere, reguliert den pH-Wert, wehrt auch hier die Krankheitserreger ab und es wirkt antientzündlich. Und diese Erkenntnisse, dass es das gibt, das weiß man inzwischen, das hat man gelernt. Man muss es eben nur umsetzen. Man hat auch gelernt, und das ist allerdings etwas, was auch noch nicht wirklich bei jedem im täglichen Handeln angekommen ist, der Umwelteinflüsse, aber auch starkes Desinfektion, das kennen Sie jetzt ja gerade in den Zeiten der Corona-Epidemie, dass man sagt, waschen Sie sich häufig, richtig. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir da nicht was zerstören, was wir eigentlich brauchen. Antibiotikagebrauch kann alles zerstörerisch wirken und macht uns und unsere Haut anfälliger für Entzündungen und Irritationen. Wir brauchen hier eine neue Philosophie. Wir müssen eine Kosmetik und auch eine Gesundheitsbehandlung völlig neu denken. Und zwar von dem Mikrobiom aus. Diese Erkenntnis macht sich nach und nach breit. Wir haben das schon früh erkannt und handeln da schon nach. Und Sie haben heute wirklich die Chance zu sehen, wie man da eigentlich schon vorgehen kann. Es sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die Grundlage dazu sind und führt dann zu Produkten, wie man ein solches gesundes Mikrobiom erhalten kann und auch wieder aufbauen kann. Das Schutzschild muss wieder hergestellt werden, wenn es nicht in Ordnung ist. Wir reden auch hier über Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Akne, entzündliche Rötungen. Alles das hat Veränderungen im Mikrobiom, führt es mit sich. Und das wollen wir an der Ursache behandeln, muss an der Ursache behandelt werden. Aber es gibt auch andere Mikrobiome. Es gibt ein
Mikrobengemeinschaft im Mund, im Hals, im Magen. Und all diese Punkte müssen eigentlich sind beim gesunden Menschen in der Balance und sollten da auch hin wieder gebracht werden. Und die Forschung hat hier schon sehr viel dazu beigetragen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen zeigen, wie wir damit umgegangen sind. Also ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich seit vielen Jahren in diesem Bereich forsche, seit 10 Jahren ganz gezielt für die Produktentwicklung und die Produktentwicklung eben in die Hinsicht, dass man ausgehend von, Sie kennen diesen Begriff Probiotika, probiotischem wirkenden Bakterien, sehr unspezifisch, dass wir ausgehend davon die guten Bakterien weiterentwickeln und Produkte davon entwickeln. Unser Unternehmen haben wir so aufgestellt, dass wir Konzepte nicht nur bis in der Forschung entwickeln, sondern dass wir auch fertige Produkte dem Markt zur Verfügung stellen, und zwar sowohl auf der B2B-Ebene als auch für Endkunden auf der B2C-Ebene. Das heißt, Sie können diese Produkte auch selber erwerben, Sie können die sehen, Sie können die kaufen. Inzwischen haben wir 4 Produktlinien im Bereich Bio-Healthcare entwickelt. Die größte und weil am längsten schon entwickelt ist, die für die Haut und auch für Hautstörungen, für Krankheiten auf der Haut, für Hals und Rachen, im Mund und Magen und für die Wundversorgung. Ich zeige Ihnen das nachher noch in etwas größerer Ausführlichkeit. Auf jeden Fall ist Belano Medical in verschiedensten Bereichen aufgestellt. Und wir haben nach bereits 1 Jahr nach der Markteinführung nicht nur erste Produkte überhaupt auf einer neuen Linie, sondern in der medizinischen Kosmetiklinie. Wir sind also relativ weit und schnell in diesen Reihengang. Und zeichnet aus, dass wir eigene Labore haben und dass wir unsere Produkte weiterentwickeln. Wir reden hier von einem wirklich stark wachsenden Markt. Auch dazu sehen Sie im weiteren Verlauf noch Zahlen. Unsere Kosmetikprodukte sind entsprechend natürlich der europäischen Kosmetikverordnung entwickelt und hergestellt, sodass sie marktfähig sind. Unsere weiteren Produkte sind Medizinprodukte und entsprechend dann auch den Verordnungen hergestellt, sodass sie marktfähig sind. Wichtig noch der Stichwort klinische Studien. Wir sichern alles ab durch klinische Studien. Wir entwickeln sozusagen vom Labor, das heißt präklinisch, und gehen dann in die klinischen Studien, um das weiterzuführen. Vielleicht noch bevor wir auf die nächste Folie kommen, würde ich gerne noch Ihnen die rechte Seite dieser Folie anheimstellen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass auch andere Unternehmen, große Unternehmen, erkennen, dass das Mikrobiom ein wichtiger Teil ist. Wir haben hier ein Zitat aus dem Bereich der Bayer Consumer Health. Und dort sehen Sie, dass dort darüber gesprochen wird, dass das Mikrobiom erforscht werden soll und dass man das auch merkt, dass da eine wichtige Rolle ist. Und das Zitat sagt dann, wir befinden uns an einem Wendepunkt. Und wir sind an der Stelle, wo wir Grundlagen für neue Behandlungsmöglichkeiten bieten. Ich werde Ihnen heute zeigen, dass wir schon weiter sind. Es ist weit mehr als eine Grundlage für eine Behandlungsmöglichkeit zu erforschen und zu erkennen. Auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen ein paar Zahlen zur Entwicklung unseres Unternehmens. 2001, die Zahl habe ich Ihnen schon vorhin genannt, das war die Gründung meines ersten Unternehmens, das Unternehmen Organobalance. Wir haben uns da spezialisiert auf die Forschung und haben 2010 die Belano Medical aus diesem Unternehmen ausgegründet, um mit der Belano Medical in den Markt zu gehen der Produkte. Wir haben 2016 einen erfolgreichen Exit mit dem ersten Unternehmen gemacht und an die große Biotech-Firma Novozymes, Weltmarktführer auf dem Gebiet der Enzyme und Mikroorganismen, verkauft und haben uns dann auf die Belano Medical weiter konzentriert. Sie sozusagen nach diesem Exit neu aufgestellt und bereits ein Jahr nach dieser Neuaufstellung und Neuorientierung und viel stärker in die Produktlinien zu gehen und in den Markt zu gehen, die ersten Produkte dann auch auf den Markt gebracht und das in weiterer Folge. Der Status 2020 und weitere Jahre ist, wir haben 2 weiteren, nachdem Kosmetik, das war das erste, Sie hören das vielleicht gleich noch öfter, die Marke heißt iBiotics, diese als erste eingeführt. Wir haben jetzt im letzten Jahr 2 weitere Produktlinien eingeführt, Salvans und Ventresana.
sage ich Ihnen gleich noch was Genaueres zu. Das sind Medizinprodukte, die auf den Markt eingeführt worden sind. Wir haben unsere Produktion und das Vertriebsnetzwerk systematisch aufgebaut und haben aktuell 15 Mitarbeiter, die wir gerade aber als Team ausbauen. Und wir expandieren und planen das auch weiterhin. Auf der darauffolgenden Folie haben wir noch mal ein paar Punkte für Sie zusammengestellt, um zu erklären, wie man in diesem Markt agieren kann, wie wir glauben, wie man diesen Markt auch schon zeigen können, in diesem Markt erfolgreich agieren können. Wir arbeiten so, dass wir die komplette Produktentwicklung in unserer Kontrolle haben, vom Labor bis zur industriellen Vermarktung. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, aber haben die sozusagen das Koordinieren, das alles. Wir bieten unseren Partnern Standardprodukte, aber auch individualisierte Lösungen. Wir kümmern uns um präklinische Studien und klinische Studien, weil wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass man, was man in diesem erforscht, das muss man auch nachweisen können. Und das können wir. Wir haben wissenschaftlich gestützte Ergebnisse. Wir positionieren mit unseren Produkten ganz bewusst hin auf die medizinische Pflegekosmetik und auf Medizinprodukte. Wir sind also nicht in dem Gebiet probiotische Produkte, die man nicht beschreiben kann, wohin sie gehören, was man damit aussagen kann. Wir sind aber auch nicht im Bereich Arzneimittel, was sehr, sehr lange Entwicklungszeiten nach sich zieht und sehr teure Entwicklungen hat. Es ist ganz wichtig, dass alles, was wir in die Hände halten, ist patentgeschützt, sodass wir auch dem Wettbewerb gegenüber stark auftreten können und eben Produkte anbieten können, die wirklich bei uns sozusagen geschützt sind. Und das stärkt dann unsere Wettbewerbsposition. Wir sagen, wir haben einen Vorsprung von mehreren Jahren vor den Wettbewerbern. Ich hatte Ihnen ein Beispiel schon vorhin gezeigt, Bayer Consumer Health, die eben wie viele andere Firmen jetzt auch sagen, ja, man muss sich dieses Thema angucken und wir werden mal schauen, was man daraus machen kann. Wir haben da schon Produkte. Und selbstverständlich arbeiten wir mit vielen Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern zusammen. Auf der darauffolgenden jetzigen Folie möchte ich Sie einführen in die Möglichkeiten, die diese Mikrobiomproduktlinien haben. Wir haben uns Bereiche in unseren Produktentwicklungen genommen, wo ganz klar ist, dass das Mikrobiom ein entscheidender Faktor für die Gesundheit ist. Das ist auf der einen Seite die Haut und Hautkrankheiten. Unser Wirkstoff heißt Stimulans. Sie sehen das von oben nach unten, gehe ich jetzt. Das sind die Hautkrankheiten, die damit in die Balance wieder gebracht werden und die Haut wieder ohne Entzündungen da liegt. Wir haben ein Produkt Salvans für den Hals und Rachen, das bakterielle Halsentzündungsbakterium maskiert und aus dem Körper sehr sanft, aber wirkungsvoll heraustreibt. Wir haben, ich gehe jetzt auf das unterste Produkt, Ventrisana, ein Milchsäurebakterium, ein Wirkstoff, der gegen das Entzündungsbakterium im Magen und im Mund, Helicobacter heißt das, vorgeht und gegen Parodontose eingesetzt werden kann und gegen Gastritis. Das Parodontose-Kaugummi ist gerade auf den Markt gekommen und auch erhältlich. Und wir haben eine vierte Produktlinie, Aureosan, die noch, Sie sehen, das noch in der klinischen Studie gerade steckt und noch nicht auf dem Markt ist. Das ist sozusagen unser jetziges weiterentwickeltes Pipeline-Produkt, das wir für die Wundversorgung weiterentwickeln und für die Hautreinigung. Das wirkt gegen das Eiterbakterium und kann ganz spezifisch dieses Bakterium von der Haut abwaschen. Und das ist bei Wunden, aber auch bei Neurodermitis ein ganz wichtiger Punkt. Auf der folgenden Folie sind zu diesen Bereichen nochmal dargestellt, wie die Positionierung erfolgen kann von diesen Produkten. Wir haben in jedem Fall eine Marktgröße, die es nicht nur erlaubt, sondern die es notwendig macht, dass man in diesem Bereich wirklich investiert und dass man da reingeht. Es sind sehr große, es sind sehr gute Potenziale in dem Markt. Sie sehen bei Stimulans, das ist ein sehr großer Markt, der allein schon in Deutschland ist. Wichtig ist mir aber hier auch zu sagen, alle unsere Produktlinien sind so aufgebaut, dass wir
nicht nur im deutschen Markt damit bedienen können. Medizinprodukte haben gleich eine europäische Zulassung. Das heißt, wir haben einen europäischen Marktzugang und damit auch einen weltweiten. Und die Produkte sind eben so angelegt, dass wir sozusagen in ein internationales Geschäft hineingehen können. Selbstverständlich haben wir angefangen auf dem deutschen Markt mit unseren Verkäufen und unseren Kunden, aber wir sind jetzt dabei zu expandieren. Auf der rechten Seite auf dieser Folie sehen Sie ein weiteres Zitat, diesmal aus der Firma Hexal. Auch dort heißt es, die Mikrobiomforschung boomt. Es fließen Milliarden in die Erforschung. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass fast keine Erkrankung des Menschen, die nicht in einem Zusammenhang mit dem Mikrobiom steht. Auch hier, die Erkenntnis bei den Firmen ist da. Forschung wird dort groß geschrieben, da wird Forschung reinfließen. Wir nutzen diese Forschung bereits für unsere Produktlinien. Auf der nächsten Folie geht es auch noch mal darum zu sagen, wie wollen wir denn oder was glauben wir, wie man diesen Markt eigentlich ansehen muss und ansehen kann. Man kann hier sowohl den B2B-Vertrieb, also den Verkauf und die Zusammenarbeit mit großen Partnern forcieren. Wir haben derzeit bereits 10 größere Unternehmen, die zu unserem Kundenstamm gehören, die wir speziell mit unseren Produkten beliefern und diese Partner dann unter ihren Produktnamen in den Markt hineinstellen. Aber das ist auch ein Markt, der das B2C, also das Endkundengeschäft anspricht. Denn wer will nicht ein Produkt kaufen, an dem man gegen Neurodermitis oder Akne Behandlung herangehen kann. Diesen Bereich werden wir in den nächsten Jahren mit den vorgesehenen Investitionen ganz gezielt ausbauen und auch Markenentwicklung machen. Wir stehen insbesondere im B2B-Bereich mit unseren Kunden sehr engen Kontakt und liefern denen genau diese individualisierten die Produkte, die sie dann auch wieder in ihrem Portfolio unterbringen können. Und dieses Geschäft ist in den letzten Jahren schon stark gewachsen und wird auch künftig, indem wir auch eben in das internationale Geschäft gehen, auch noch wachsen. Wir haben für das B2C-Geschäft neben dem Apothekenverkauf, der es jetzt auch schon läuft, einen Online-Shop eingerichtet und auch der wird nach und nach immer weiter ausgebaut und wir können damit sehr viele Kunden erreichen. Auf der darauffolgenden Folie möchte ich zum Abschluss meines Teils nochmal zeigen, dass auch andere diesen Markt erkannt haben. Und es geht jetzt nicht mehr um die großen Pharmakonzerne, die wir vorhin zitiert haben. Wenn Sie hier mal schauen, dann sehen Sie hier die großen Kosmetikkonzerne. Und in allen den Fällen, und wir wissen das auch aus direkten Gesprächen mit den Kollegen dort, ist das Thema Mikrobiom, gerade Hautmikrobiom, ein wahnsinnig prominentes Thema. Es wird genau hingeguckt. Es ist allen bewusst, wie wichtig das für die Gesundheit der Haut ist. Allerdings muss man sagen, es gibt hier bisher keine Produkte, die Mikrobiomwirkstoffe enthalten. Die Konzerne befinden sich im Forschungsstadium und, was auch interessant ist, sie ergänzen ihr eigenes Portfolio sehr gerne durch den Zukauf von Unternehmen, die auf diesem Bereich schon weiter sind. Und mit diesen Worten und damit den Hinweis verbunden, dass wir jetzt eigentlich mit Begano Medical eine Chance haben, in diesen Markt hineinzugehen, wo die Produkte und die Forschung bei uns vorhanden ist, wo andere aber noch Jahre brauchen werden, um diesen Markt ebenfalls so zu begehen, haben wir jetzt die Chance, genau jetzt hier das Wachstum zu erzielen. Und damit übergebe ich an Herrn Hörner und bitte ihn weiterzuführen. Vielen Dank, Frau Lang. Da haben wir eine Menge spannende Sachen gehört, zum einen über das Unternehmen, zum anderen auch über Mikrobiome und warum wir sie brauchen und wie nützlich sie sind. Was uns aber, glaube ich, alle heute Abend interessiert, ist auch, wie sieht es denn grundsätzlich an der Börse aus? Und
wo können wir dort Vergleiche ziehen? Das Problem ist, Belano hat keine Peer Group. Deshalb schauen wir nicht von unten nach oben, also bottom-up, sondern wir schauen uns das Ganze mal von oben nach unten an in einer Top-Down-Analyse. Was Sie hier sehen, ist der Indexvergleich des S&P Healthcare Index. Das sind die Large Caps im Vergleich zum S&P 600 Healthcare, die Small Caps. Wir haben hier einen Vergleich über 5 Jahre und wir sehen, dass wir eine signifikante Outperformance haben. Also der Healthcare-Sektor bei den Large Caps mit einem durchschnittlichen Return über die letzten 5 Jahre von 12% und bei den Small Caps von ungefähr 24%. Das ist fast das Doppelte. Und beide Zahlen sind beeindruckend, aber der Healthcare-Sektor im S&P 600 bei den Small Caps sicherlich noch deutlich mehr. Und um hier weiterzuschauen, haben wir den S&P 600 mit dem Healthcare-Index verglichen, also mal Small Caps mit dem Sektor-Index. Das ist ein 10-Jahres-Vergleich, das sehen Sie hier oben beim Chart. Und da haben wir durchschnittliche Raten im Index selber von 11,5%, aber im Sektor Healthcare von 21,5%. Ich glaube, die meisten von uns, mich eingeschlossen, wären mit 11,5% im Jahr durchaus zufrieden. Weitere 10% über den Healthcare-Sektor, das ist eine Menge. Und falls Sie es nicht gesehen haben, ich habe jeweils unten den Link mit reingebracht, sodass Sie sich das in Ruhe auch nochmal später anschauen können, beziehungsweise auch die Möglichkeiten haben, hier eigene Vergleiche zu ziehen. Hier nochmal der Vergleich des Small Cap Index S&P 600 zum S&P 500. Um das Ganze ein bisschen rund zu machen, auch im 10-Jahres-Vergleich, wir haben unterschiedliche Volatilitäten, das sehen Sie aus den beiden Kurven, aber unterm Strich macht es eigentlich keinen Unterschied. Beide liegen bei 11,5% auf Jahresbasis und damit haben wir hier, glaube ich, schon ein relativ rundes Thema. Nachdem wir uns die Indizes angeschaut haben, machen wir jetzt einen großen Sprung. Frau Lang hatte unter anderem über das Thema Hautprodukte und die iBiotics-Serie von Belano gesprochen. Hier gibt es keinen direkten Wettbewerber, weil es bisher außer Belano kein Unternehmen gibt, das Mikrobiome in seine Produkte integrieren kann. Es gibt aber den Bereich der sogenannten Apothekenprodukte. Das sind die vollverkäuflichen Produkte in der Apotheke, die meistens vor der Theke angesiedelt sind. Und das sind nicht nur Hautcremes, sondern das sind zum Beispiel auch die Halspastillen, die ich angesprochen hat und die jahreszeitlich bedingt vielleicht gerade ein bisschen im Vordergrund stehen. Was Sie hier sehen, ist ein Auszug aus dem Handelsblatt, auch mit dem entsprechenden Link angegeben und bezieht sich auf die Apothekenprodukte von L'Oréal. Da haben wir, das sehen Sie in der Markierung, 2 Produkte hervorgehoben. Das ist einmal La Roche-Posay und Vichy. Aber das Wichtige steht im unteren Bereich. Der Bereich läuft bei L'Oréal am profitabelsten. Im Schnitt mehr als ein Viertel ist operativer Gewinn. Ja. Und mehr als ein Viertel heißt mehr als doppelt so viel, als was mit anderen Produkten dort verdient wird. Wenn wir uns die L'Oréal mal im Vergleich zum französischen Index, zum Caperon anschauen, über die letzten 5 Jahre, dann sehen wir eine signifikante Outperformance, ob das jetzt auf die Apothekenprodukte alleine zurückzuführen ist, das mag ich zu bezweifeln. Die Margen bei L'Oréal sind ausgesprochen hoch, aber der Bereich Apothekenprodukte hat hier sicherlich deutlich dazu beigetragen, dass wir
dass wir hier eine so deutliche Outperformance sehen. Im US-amerikanischen Markt haben wir Estee Lauder, deren Apothekenprodukt ist Clinique. Das gibt es auch nicht nur in der Apotheke. Ich habe also mal geschaut, im Drogeriemarkt gibt es auch und teilweise wird es auch in Parfümerien vertrieben. Hier im Vergleich zum Dow Jones US Healthcare Index, wo man auch wieder über den Zeitraum von 5 Jahren eine signifikante Outperformance feststellen kann. Und um das Bild rund zu machen, hier die Estee Lauder nochmal im Vergleich zum S&P 500. Also auch da ist die Outperformance über den längeren Zeitraum gegeben. Ja. Wie an der Börse üblich, nicht immer, aber nach hinten raus entsprechend nachhaltig. Wir machen einen Sprung weg von den Indizes und den Einzeltiteln, die hier in den Bereich Apothekenprodukte hineinkommen. Und wir schauen uns auf diese und auf den nächsten beiden Folien insgesamt 3 Aktien an, die wir im Sommer letzten Herbst, also im Sommer und letzten Herbst letztes Jahr angeschaut haben, um uns ein Bild vom Markt zu machen. Alle 3 Werte haben einen starken Bezug zum Mikrobiom. Die Links und die jeweiligen Quellen finden Sie wieder auf der Seite unten. Wir haben uns das Unternehmen damals angeschaut, als es hier in dem Bereich gewesen ist, so bei 5 Dollar. Heute sind wir, oder es ist nicht heute, es ist vom 27.01. Ist der Chart, das sehen Sie hier oben, sind wir etwas über 15 Dollar. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Es gab eine Fusion, und zwar eine Fusion dahingehend, dass eine große Mikrobiom-Plattform geschaffen werden soll. Informationen, wenn Sie den Namen des Unternehmens eingeben, finden Sie dazu im Internet leicht. Und hier auf der Folie sehen wir ein interessantes Unternehmen. Da geht es gar nicht um die Aktie an sich. Und ich sehe gerade hier viel leider, zumindest in meiner Darstellung, die Zeitachse. Ja, also der Chart beginnt im Sommer letzten Jahres. Das zur Info. Sie können sich es genau nochmal unter dem Link anschauen. Aber das, was Sie hier sehen, das ist ein Special Purpose Acquisition Company, ein sogenanntes SPAC. Da ist eigentlich das interessant, was das Unternehmen kauft, ja, als Special Purpose Vehicle. Da gab es einen Merger im Oktober mit der Firma BiomX oder BiomX. Auch dazu finden Sie zahlreiche Meldungen und können sich ein Bild davon machen, wenn Ihnen SPAC oder SPACs nichts konkret sagt. Das ist ein großes Thema gewesen in Bezug auf Nikola, die ja als relativ virtuelles Unternehmen an den Markt gekommen sind. So, hier haben wir einen Wert, der ist in der Marktkapitalisierung deutlich höher, war es aber nicht, als wir ihn angeschaut haben. Der große Sprung ist erst nach hinten rausgekommen. Hier handelt es sich zumindest für mein Verständnis um reines Mikrobiomunternehmen. Der Kurssprung im August ist auf eine positive Phase 3-Meldung zurückzuführen. Das ist auch der wesentliche Unterschied der notierten Unternehmen zu einer Belano. Es geht fast ausschließlich um Mikrobiome im Zusammenhang mit Pharma und nicht im Zusammenhang mit Medizinprodukten. Was bedeutet das für den Anleger? Für den Anleger heißt das, dass wir hier salopp formuliert erstmal einen größeren Hebel haben. Und kommt das Unternehmen durch die Phasen 1 bis 3, dann haben Sie auch schnell mal einen Verfünffacht oder Verzehnfacher. Scheitert das Unternehmen aber im Bereich der Phase 1 bis 3, dann sind die Verluste deutlich und liegen sicherlich mal
schnell im Bereich zwischen 50 und 80%. Bei den Medizinprodukten an sich ist der Hebel kleiner. Da ist die Chance vielleicht auf eine Verdopplung oder eine Verdreifachung gegeben. Das kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Aber der entscheidende Faktor ist, kommt mal ein Produkt am Markt nicht gut an, dann ist der Schaden eigentlich überschaubar. Wenn in einem der genannten Beispiele eben sei es, was haben wir denn genannt? Wir haben Beiersdorf gehabt, Nivea oder auch die anderen Hersteller, wenn dort mal eine neue Creme kommt und wird vom Markt nicht angenommen, dann wird man das in den Bilanzen am Ende des Tages merken. Weg von der Börse haben wir hier ein paar ausgewählte Deals. Das sind also nicht börsennotierte Unternehmen, sondern da haben große notierte Unternehmen sich an kleinen Unternehmen beteiligt oder haben entsprechende Deals unterzeichnet mit einem Upfront Payment, um das gewünschte Produkt oder den gewünschten Bereich ins Rollen zu bringen. Und wenn sich daraus entsprechende Medikamente oder Ähnliches entwickeln, dann gibt es eben Folgezahlungen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind die teilweise ein bisschen schwindelerregend und es wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, wie es bei Belano aussehen kann. Da verweise ich nochmal auf den Unterschied zwischen Pharma- und Medizinprodukten. Aber auf den nächsten Seiten werden Sie sehen, dass nichtsdestotrotz genügend Fantasie vorhanden ist. Der Markt der Hautpflegeprodukte steigt weltweit bis 2025 um 28% auf 189 Milliarden US-Dollar. Und von diesem großen Kuchen möchte sich Belano konservativ gerechnet 17 Millionen Euro abschneiden. Das sind 0,01%. Und wenn wir das Ganze auf Europa runterbrechen, dann sprechen wir von 33 Milliarden Marktpotenzial in 2025 in einer Steigerung von jetzt um 22%. Und dann sind die 17 Millionen nicht mehr 0,01%, sondern 0,06%. Ist das realistisch? Wir glauben schon. Der E-Commerce-Umsatz im Bereich Drogerie und Gesundheit in Deutschland steigt bis 2025 von jetzt prognostizierten 7,4 Milliarden Euro für 2020 auf 10,8 Milliarden. Das sind rund 45%. Wenn Sie hier oben Millionen sehen, dann achten Sie bitte hier an der Seite auf die Skalierung. Das sind nämlich 1000 Millionen, die da stehen, also 2, 4, 6, 8, 1000 Millionen. Dementsprechend handelt es sich hier um Milliarden. Hier haben wir das Kaufverhalten in Deutschland bei naturkosmetischen Artikeln. Und da ist Belano gut positioniert. Beim Drogeriemarkt profitiert das Unternehmen ganz deutlich vom B2B-Geschäft. Das hatte vorhin eben angerissen bzw. erläutert. Und im B2C-Geschäft sind die eigenen Produkte sowohl in der Apotheke als auch im Onlineshop verfügbar. Sie sehen, wir haben hier oben 82 und 229%. Das sind bei der Befragung also Doppelnennungen durchaus möglich gewesen. Das ist der Moment, da komme ich zur Anleihe, die Belano begeben hat. Das Volumen ist nicht besonders groß, beträgt 15 Millionen und die Anleihe läuft bis zum Dezember 2025. Die Verzinsung liegt bei 8,25%. Aber das wirklich Interessante an der Anleihe ist der sogenannte Equity Kicker, also die Gewinnbeteiligung der Gläubiger im Falle eines Verkaufs von Belano
Lang hatte da eben einen kurzen, in einem Halbsatz einen kurzen Hinweis drauf gegeben, oder auf ein IPO. Und in beiden Fällen ist es so, dass den Gläubigern, wenn die Anleihe voll platziert ist, 25,07% zustehen von dem Ertrag daraus und als Absicherung mindestens das investierte Kapital plus der Zins für 5 Jahre. Der Zins für 5 Jahre, das bedeutet in dem Zusammenhang natürlich der bereits gezahlte Zins und der noch nicht gezahlte Zins, sodass der Gesamtertrag bei mindestens 41,25% liegt. Das sehen Sie hier unten auch nochmal, Minimum Rückzahlung gleich Nominal plus Zinsen für 5 Jahre. Ja, das ist gerechnet auf 1.000 Euro nominal, da sind die 1.412,50 und daraus ergeben sich die 41,25%. Alle Details zur Anleihe, weil so viel Zeit haben wir leider nicht, und die komplette Dokumentation finden Sie auf der Webseite von Belame. Ich habe im Vorfeld natürlich mit dem einen oder anderen auch von der institutionellen Seite über das Webinar heute Abend gesprochen. Und ich weiß, dass gleich eine Frage gestellt wird, die ich hier gleich schon mal vorwegnehmen möchte. Warum sind die Konditionen so attraktiv? Die Konditionen sind deshalb attraktiv, weil sie fair sind. Belano hat bisher ausschließlich, das hat von Lang dargelegt, in Forschung und Entwicklung der Produkte investiert. Der B2B-Bereich läuft gut und wächst deutlich. Und jetzt geht es darum, dieses Wachstum weiter zu beschleunigen und auch den B2C-Bereich auf ein identisches Level zu heben. Dafür braucht es zwangsläufig frisches Kapital und das zu fairen Konditionen für beide Seiten. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst, werde aber nur mal kurz über die Schlagworte gehen. Das ist hohes Wachstumspotenzial, klinisch getestet, patentiert und lizenziert, weg von der klassischen Chemie und übermäßigen Gebrauch von Antibiotika, die sicherlich wichtig sind, gar keine Frage. Aber ich möchte sie zumindest für mich persönlich tatsächlich nur dann benutzen müssen, wenn ich schwer erkrankt bin und nicht wegen einer leichten Halsentzündung. Das Geschäft ist hochmargig. Es gibt fundierte Forschungsexpertise und das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt, das Management-Team, das sind die Hauptaktionäre und, sagen wir so ein bisschen flapsig formuliert, dementsprechend arbeiten sie ins eigene Portemonnaie und ins Portemonnaie der Mitaktionäre und natürlich auch ins Portemonnaie der Gläubiger. Über die Attraktivität der Konditionen hatten wir bereits gesprochen. Und damit komme ich schon fast zum Ende, aber nicht bevor ich Ihnen noch 3 Dinge vorstelle, beziehungsweise Sie auf 3 Dinge aufmerksam machen muss und auch möchte. Das ist einmal der Part, die typischen Risiken, die finden Sie auch in der Dokumentation zur Anleihe und auf der Webseite von Belano zum Nachlesen. Das ist der übliche Disclaimer. Das kennen Sie, alles, was Frau Professor Lang und ich Ihnen bisher erzählt haben und im Zuge der Fragestellung vielleicht noch erzählen, stellt kein Angebot dar. Auch das können Sie in Ruhe nachlesen. Und hier ist ein Abbild des Investor Relations Bereiches von Belano. Die URL steht oben links. Und ich habe ehrlich gesagt nie nachgeschaut, aber mir wurde vom Unternehmen zugerufen, dass Sie als Zuhörer hier im Webinar die Möglichkeit haben, sich bis zum Ende der Woche hier auf der Webseite zu registrieren, ein bisschen atypisch, nicht nur mit Namen und E-Mail-Adresse, sondern auch mit Ihrer Anschrift, also der vollständigen Adresse. Und wenn Sie diese Adresse angeben, dann bekommen Sie zeitnah Proben von Belano-Produkten zugeschickt und können dann selber testen. An der Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Und sollte es Fragen geben, stehen Frau Professor Lang und ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ja.
Dann sage ich vielen Dank Ihnen beiden und dann möchten wir auch doch direkt in die Fragerunde starten. Und zwar war eine der ersten Fragen zu den Produkten von Belano, ob diese rezeptpflichtig sind. Die Frage übernehme ich gerne. Nein, sie sind nicht rezeptpflichtig. Sie sind Medizinprodukte oder eben medizinische Hautpflege, die Sie rezeptfrei bekommen können. Wir wissen von aus unserem Netzwerk der Ärzte, dass die gerne über die sogenannten grünen Rezepte verschrieben werden, sodass man mit diesem Rezept dann in die Apotheken gehen kann und in der Apotheke der Pharmagroßhandel beliefert die Apotheken, kann man das dann erwerben. Aber natürlich auch ohne Rezept, sondern so mit dem Namen und mit der Nummer eventuell, falls die Apotheken das bestellen müssen. Oder Sie bestellen direkt bei uns im Webshop. Und was ist denn das Zielvolumen für die Anleihe? Das übernehme ich. Das Zielvolumen für die Anleihe sind 15 Millionen. Na, vielen Dank. Und Frau Lang, die Frage richtet sich wieder an Sie. Und zwar, wie können Sie sich denn von eher kosmetischen Produkten abgrenzen? Ja, das ist die Wirkung. Die in dem Bereich medizinischer Hautpflege ist es so, dass die klinischen Studien, die dazu gelaufen sind, Wirkungsanalysen machen und wir auch damit rausgehen können und wir werden auch bewerben es damit. Wir haben auch sozusagen Beobachtungsstudien mit Patienten und Probanden gemacht, auf denen wir ganz klar zeigen können, wie diese Produkte wirken. Und im Bereich der reinen Kosmetik, die nicht sich sozusagen an die irritierte Haut und an die gerötete und leicht entzündete Haut wird, arbeiten wir gerade an der Marktkampagne und Brandbuilding, um genau unsere, wie sagt man das schon, USPs, also das, was wir können, um das eben auch in einem darzustellen. Also wir versuchen schon und wir werden auch das Mikrobiom als Stichwort erklären. Übrigens, das ist ganz wichtig, wir sind dankbar dafür, dass Beiersdorf und die anderen großen Firmen, dass das Thema sozusagen bei denen präsent ist. Denn wenn wir die einsamen Rufer in der Wüste wären und sagen, hier ist ein Mikrobiom und keiner weiß, was es ist, dann hätten wir es schwer. Also wir sehen das mit Wohlwollen, dass über das Mikrobiom gesprochen wird und erklärt wird, das ist das Schutzschild und ein Schutzschild und das nehmen wir auf und da positionieren wir unsere Produkte. Vielen Dank. Herr Hörner, die Frage richtet sich, denke ich, eher an Sie und zwar, ob Sie vielleicht nochmals auf die Risiken der Anleihe eingehen könnten. Das mache ich gerne. Also die Risiken der Anleihe sind detailliert in der Dokumentation beschrieben. Ich habe es anklingen lassen und das ist natürlich auch ein Thema der Ausgestaltung, also auch der Verzinsung und des Equity-Kickers, die drin sind. Belano ist kein ganz junges Unternehmen, hat aber bisher sehr viel in Forschung und Entwicklung präsentiert und hat den B2B-Bereich ausgerollt. Der B2C-Bereich, der ist vorhanden. Und Frau Lang hat es gerade gesagt, da wird es Kampagnen geben, die sicherlich größtenteils im Bereich des Social Media laufen werden. A1 wegen der Reichweite, A2 auch wegen der Kosten. Und Risiken sind immer die, die man im High-Yield-Bereich hat. Ja, also wir sehen mit der Größe des Kuchens im Multimilliardenbereich und den 17 Millionen, die hier in den nächsten 5 Jahren aus diesem Kuchen herausgetrennt werden, sehen wir das Risiko, aber das ist nur meine persönliche Meinung, relativ entspannt. Nichtsdestotrotz kann da natürlich auch immer ein bisschen was schiefgehen. Ja, am Ende des Tages ist es so, dass wir eine Rendite-Risikorelation sehen müssen und die muss jeder Investor für sich selber sehen. Ich hatte eben gesagt, bei mir sind es fast 30 Jahre, die ich am Markt bin. Und als ich angefangen habe, da gab es den Begriff der sogenannten Witwen- und Waisenpapiere, den ich seit Jahren nicht mehr gehört habe.
Das waren also die besonders sicheren Papiere wie Bundesanleihen, Bundesschatzanweisungen, Kommunalobligationen und ähnliche Papiere. In dem Bereich sind wir hier nicht, aber dementsprechend zahlen wir auch ungefähr 8,5% mehr Zins. Ja, und sagen wir, um vielleicht einer weiteren Frage vorzugreifen, alles, was sich im High-Yield-Bereich tummelt, kann nie ein Basisinvestment sein. Das sind Beimischungen, die man dazu nimmt, wenn einem das Thema gefällt, wenn man ein Gesamtportfolio im Zins auf ein vernünftiges Niveau bringen möchte, mit einem für jeden individuell kalkulierten Risikoparameter. Vielen Dank. Und nun kam auch die Frage rein, ob das Mikrobiom nicht bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage und das ist diese schöne Ja-Nein-Antwort. Ja, jeder hat ein ganz spezielles, ausgetüfteltes Mikrobiom. Aber, und das ist das Wichtige, warum man überhaupt dort Produkte machen könnte, ist, die Wissenschaft redet von so einem, sozusagen von einem Core-Mikrobiom oder einem Kernmikrobiom. Und dieses Kernmikrobiom, das sind sozusagen, ich sage mal, mehr als 90% der Bakterien auf der Haut, die wiederum sind gleich. Und diese, wir beobachten nicht diese ganz feinen, kleinen Varianten. Die sind sicherlich für Forschungszwecke ganz interessant. Aber was wir sehen, ist ja, dass sich wirklich grobe Dinge verschieben. Ich sage mal ein Beispiel, dass eine Hautmikrobiom, was auch in einer gesunden Haut ist, hat eine enorme Diversität, sagen wir dazu. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Mikroorganismen darauf. Machen wir diese Untersuchung bei einer Person, die Neurodermitis auf der Haut hat, hat sich das völlig verschoben. Und diese Person hat auf einmal, das hat sich wahrscheinlich entwickelt, über 90%, 95% nur noch das Entzündungsbakterium Staphylococcus aureus. Alle anderen Bakterien sind zurückgedrängt. Das gleiche im Magen, wenn ich ein Magenbakterium habe und das überhand nimmt. Das heißt, wir beobachten diese Schwankungen und das sind die Bereiche, die in diesem Kernmikrobiom liegen. Und nur deswegen, und da ist die Frage absolut berechtigt, aber nur deswegen können wir überhaupt Produkte entwickeln, die für jeden geeignet sind. Vielen Dank. Und geht denn die Mindestzeichnung von 100.000 Euro für die Anleihe in jedem Fall, also immer? Naja, die Zeichnungsfrist ist vorbei. Die Anleihe wird in Frankfurt an der Börse gehandelt. Die Stückelung ist 1.000 Euro oder ein Vielfaches. Das heißt, jeder, der sagt, da möchte ich mich mal mit 1.000 Euro oder 2 oder 5 oder 10 beteiligen, der hat die Möglichkeiten dafür. Wunderbar. Und nun wurde mehrfach gefragt, wofür das Geld denn eingesetzt wird. Ja, das ist eine wichtige Frage und wir werden das Geld ganz gezielt einsetzen, um die Vermarktung und die Weiterentwicklung, auch die Internationalisierung der vorhandenen Produkte voranzutreiben. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Wir werden außerdem das Geld für die Forschung weiter einsetzen, denn Sie haben gesehen, wir sind in vielen Produktlinien weit. Wir haben auch klinische Studien gemacht, aber die Qualität der Produkte auf dem Markt, das merken wir heute schon, wird sich danach richten, wie viele Prüfungsstudien wir haben. Und das Produkt Aureosan, das ja auch noch in der Pipeline war, auch das muss vorangetrieben werden. Das heißt, Marktentwicklung, Forschung in diesem Bereich wird das Geld investiert. Und müssen Ihre Produkte zugelassen werden? In dem Bereich der Kosmetik gibt es keine Zulassungsverfahren. Das ist die medizinische Pflege, die bestimmten Regeln folgt, aber eben keine Zulassung. Die Medizinprodukte, das ist ein Zertifizierungsverfahren, ja. Und da haben wir die erste Hürde ja auch schon bestanden, indem wir die Medizinprodukte gegen die Halsbeschwerden, also Salvans, und das Medizinprodukt gegen das Entzündungsbakterium Helicobacter als Kaugummi bereits in 2020
entsprechend der Zertifizierung auf den Markt gebracht haben. Wir haben dort weitere Entwicklungen vor und die Medizinprodukteverordnung ändert sich jetzt auch in 21. Wir möchten auch da folgen und die weiteren Produkte werden dieser Zertifizierung entsprechen. Es ist nicht gleichbedeutend wie eine Arzneimittelzulassung. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist vorhin schon angesprochen worden. Wir haben uns sehr bewusst entschieden für diesen Bereich pflegende medizinische Kosmetik und Medizinprodukte, um nicht in die klassische Zulassung eines Arzneimittels reingehen zu müssen. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir auch zur letzten Frage des heutigen Abends. Und zwar gibt es einen Ausgabenaufschlag auf die Anleihe. Nein, gibt es selbstverständlich nicht. Also die Anleihe, wenn Sie an der Börse schauen, kann man sie, und das konnte man in den letzten Wochen auch, zum Nominal mit 100% kaufen. Und ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten ein, zwei Wochen so bleiben wird. Vielen Dank. So, dann neigt sich unser Seminaren auch nun dem Ende entgegen. An dieser Stelle können wir leider nicht mehr alle Fragen beantworten. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, liebe Zuschauer, aber der Vortrag von Frau Lang und Herrn Hörner war wirklich sehr lehrreich. Vielen Dank an Sie beide für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen in der Fragerunde, Frau Lang und Herrn Hörner. Bevor wir noch zu einem kleinen abschließenden Fazit von Ihnen kommen, möchte ich Sie, liebe Seminarteilnehmer, noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Einen entsprechenden Artikel, auf dem Sie den Live-Mitschnitt finden können, wird in der Regel noch im Laufe des Abends auf der Startseite von Finanzen.net veröffentlicht. Den Link des Mitschnitts bekommen Sie, wie immer, auch in einer E-Mail zugeschickt. Frau Lang und Herr Hörner, Ihnen gehört das Schlusswort des heutigen Abends. Was möchten Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Frau Lang, möchten Sie beginnen? Ja, sehr gerne. Also ich möchte nochmal betonen, das Thema Mikrobiome ist das kommende Thema im Gesundheitsmarkt. Die Diskussion hat nochmal gezeigt, dass die Positionierung und die Produktarten auch wichtig sind. Und wenn das ist nicht nur für die Diskutanten wichtig, sondern auch für unsere Kunden am Ende. Und ich möchte nochmal sagen, wir haben jetzt die Chance, in diesen Markt reinzugehen. Eine Chance ist da recht groß zu und lade Sie ein, mit uns zusammen daran zu partizipieren. Vielen Dank. Und Herr Hörner, zu welchem Fazit kommen Sie an diesem heutigen Abend? Bevor ich zum Fazit komme, nochmal der kurze Hinweis für Fragen, die nicht beantwortet wurden. Auch das kann man über die Investor Relations Seite nochmal abfragen. Da sind E-Mail-Adressen drauf und dann kann man sie schriftlich stellen, dann werden sie sicherlich schnell beantwortet. Mein Fazit fällt relativ knapp und erfreulich aus. Ich bin sehr angetan von der doch deutlich über der Erwartung liegenden Zahl der Zuhörer. Das zeigt, dass das Thema Healthcare, Biohealthcare und alles, was damit zu tun hat, hier im speziellen Fall Mikrobiome, doch stark verbreitet ist und auf großes Interesse stößt. Ich hoffe, dass ich mit dem Ausflug in die Börsen und die Einzelwerte, die ich gezeigt habe, hier nochmal weiteres Interesse hervorrufen konnte, weil ich glaube, dass es insgesamt ein sehr spannender Teil ist. Und dass wir aufzeigen konnten, dass Belano in diesem Umfeld ein deutsches Unternehmen, wo man so eigentlich nur die großen Amerikaner kennt oder das Thema deutlich weiter verbreitet ist, dass wir hier ein Unternehmen vorstellen konnten, das in dem Bereich nicht nur mitspielen kann, sondern sich sehr deutlich positioniert hat. Und wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie sich Belano angeschaut haben, dann sind Sie auch herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Frau Lang und der Rest des Vorstands werden sich sicherlich sehr freuen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Vielleicht haben wir bald mal wieder das Vergnügen miteinander. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der heutigen Live-Veranstaltung. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Ciao, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.